Hallo ihr Lieben, hier ist der Daniel von Folge deinem Herz. Euer Daniel, euer Herzensfolger. Heute mit einem Video, ich gebe euch 3 Tipps mit, wie ihr keine Angst mehr haben werdet. Also dranbleiben. Bevor wir anfangen, ein kurzes Beispiel, eine kurze Frage. Denkt ihr nur, ihr habt Angst vor etwas, was ihr machen wollt oder was ihr ausprobieren wollt? Denkt ihr nur, ihr habt das? Ich kann euch versichern, jeder hat Angst, jeder hat Ängste. Nur jeder geht anders damit um. Ich habe ein Video zu Mindsets gedreht, was auch auf alle Fälle hilft, Ängste anders wahrzunehmen. Ob Ängste überhaupt Ängste sind. Aber dazu eine kurze Geschichte. Stellt euch die Angst als kochendes Wasser vor. Okay? So, und jetzt legt ihr eine Kartoffel rein und ein Ei. Was passiert mit dem Ei und was passiert mit der Kartoffel? Das Ei geht mit der Angst im kochenden Wasser so um, dass es stärker wird, härter wird. Die harte Kartoffel dagegen wird durch die Angst weicher. Jetzt ist eure Frage, wollt ihr ein Ei sein oder wollt ihr eine Kartoffel sein? Das ist auch wieder ein Mindset, was euch hilft. Erster Tipp, um mit Angst besser umzugehen. Willst du härter werden oder willst du weicher werden? Ei oder Kartoffel? Das ist mein erster Tipp zum Thema Angst. Zweiter Tipp zum Thema Angst. Wenn ihr die Angst als etwas seht, wovor ihr euch, ist auch wieder eine Herausforderung, wo ihr eine Herausforderung spürt, heißt es wiederum nichts anderes als, ihr habt gerade eine Challenge. Ihr müsst über euch hinaus wachsen. Ihr müsst diese Angst konfrontieren, um in Zukunft keine Angst davor zu haben. Also seht auch das als zweiten Tipp gegen eure Angst. Speichert euch ab, hey, ich verspüre Angst. Das heißt, ich wachse jetzt persönlich. Sprich, ich werde ein noch erfüllenderer Mensch, der viel mehr Erfahrungen erlebt und kennt und mitgeben kann. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, einer der geilsten Tipps, ist, seht Angst als Superkraft. Genau. Als Superkraft. Warum? Wenn ihr euch zurückbesinnt zu den Anfangszeiten der Menschheit, gab es folgenden Fall, wo man Angst verspürte. Wenn du mit der Gruppe warst und auf einmal kam ein Säbelzahntiger und du hast dich umgedreht und dachte, Panik, Angst, der Körper, Adrenalin, Punkt, Blut, es geht los, bam, 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 du konntest rennen, schneller als ein Säbelzahntiger. Du machst Sachen, in Situationen, wo du Angst hast, ist dein ganzes System konzentriert auf dieses Thema. Du kannst in keinem anderen Moment noch fokussierter und besser funktionieren. Lampenfieber ist auch eine Angst, aber du bist fokussiert, auf einmal funktioniert alles, weil du bist komplett in diesem Scheinwerferlicht, im Lampenfieber. Du bist im Scheinwerferlicht als Sportler, du funktionierst, weil du Angst hast. Also sehr Angst, mein dritter Tipp, als Superkraft. Es gibt Mütter, die können Felsen hochheben für ihre Kinder. Es gibt Menschen, die rennen schneller als Hunde, wenn die von einem Hund angegriffen werden. Versteht ihr, was ich meine? Angst ist eine Superkraft. Also, nehmt es euch mit. Der erste Tipp war, wollt ihr ein Ei oder eine Kartoffel sein? Ein weiches Ei, was hart geworden ist und stark geworden ist? Oder eine harte Kartoffel, die weich gekocht worden ist? Erster Tipp. Zweiter Tipp. Seht Angst als eine Challenge, um persönlich über euch hinauszuwachsen, um ein viel, ja, mit einem Mensch mit viel mehr Erfahrungen zu werden. Zweiter Tipp. Der dritte Tipp ist es, dass ihr Angst als Superkraft seht. Warum? Ihr könnt schneller rennen, ihr seid fokussiert, euer Körper ist komplett 100% darauf aus, diese Angstsituation zu besiegen. Diese Situation zu besiegen. Also, Angst ist gut. Speichert euch das ab. Viel Spaß mit den Tipps. Lasst mir einen Kommentar da, ob euch die Tipps helfen. Habt ihr vielleicht andere Situationen, wo ihr Angst verspürt? Dann lasst es mich wissen. Ich werde schauen, dass ich euch dazu auch einen Tipp geben kann. Aber im Endeffekt braucht ihr keinen mehr, weil diese 3 Tipps sind Hammer, Hammer, Hammer. Die habe ich mir extra hier aufgeschrieben für euch, um euch einen guten Inhalt mitzugeben. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch inspiriert hat. Und ja, ein Abo ist immer schön.
und vor allem auch, wenn ihr das Video teilt. Ich danke euch von ganzem Herzen, euer Herzensfolger Daniel aus der Nacht in Kitzbühel. 2 Videos, obwohl ich nur eins machen wollte. Und warum? Weil es keine Uhrzeit gibt für etwas, das richtig ist. Ihr könnt immer was machen, wenn es richtig ist, macht es. 24 Stunden Zeit dafür. Also, genug gelabert, bis dann.